Wieder so ein sakrischer Tag. Na komm nur, Bauer. Da steht schon der Suppen. Lass halt nicht kalt werden. Da, Rosel. Du weißt ja eh. Dass sich nichts anschlagt bei mir. Ja, aber wenn der liebe Gott dich wieder gesund machen will. Ja, er will aber nicht. Aber geh, freilich. Er wird schon wohl. Und ich sag, er will nicht. Nachher ist halt anders. Ich mein's ja nicht besser, Rosel. Aber wenn man so viel Schuld auf sich geladen hat wie ich, dann denkt man sich, das Beste wäre, dass am Kleid der Teufel holt. Wohl, wohl, Bauer, freilich. Nachher ist es halt so und du bleib in deinem Zustand. Guten Morgen, Bauer. Morgen warst du. Wir werden heute schauen, dass wir das Heu reinkriegen. Das Wetter wird nicht mehr lang so aushalten. Das ist höchste Zeit. Und ein Heu ist das, Bauer, so viel und so schön. Und das riecht so gut, dass man umfallen könnte vor Freude. Na ja, Bauer, wenn ich das sage, ein Heu. Das älteste Rindviech da kann sich an so eins nicht mehr erinnern. Gefreut dich denn gar nichts mehr? Na, dann gefreut uns auch nichts. Wem soll das was angeben, wenn nicht die? Recht hast, Wastel. Sag's ihm nur eine, sag's ihm nur. Lass das gut sein. Wenn ich so bin, ist es für euch kein Schaden. Ich verkunde schon das schöne Heu, ganz gewiss. Aber. Ich tag halt nichts mehr da auf der Erde. Mich kümmert nicht mehr das Irdische. Mich kümmert nur mehr das himmlische Heu. Von dem geschrieben steht, der Mensch welkt dahin wie Heu. Amen. Bauer, mit dir kennt man sich nicht mehr aus. Wenn ich da früher von so einem Heu erzählt hätte, aber seit dich nur mehr interessiert, was geschrieben steht, gibst du auf keine gescheite Rede mehr. Recht hast, Wastel. Sag's ihm nur eines, sag's ihm nur. Seit dich vor einem halben Jahr der Schlag gestraft hat, bist du nimmer der Alte. Das Schicksal einfach nimmer mehr für mich. Das war ein Deuter vom lieben Gott. Und jetzt sitze ich da und warte auf den zweiten. Wastel, du bist ein guter Bub. Und auch du, Rosel, bist ein sauberes Mensch. Aber ihr müsst ein bisschen Einsehen haben mit mir, die Zeit, die mir da noch verblieben ist. Wie du vorhin gekommen bist, Wastel, und vom Heid erzählt hast, da hat sich nur in mir der Gier- und Spekulierteufel gekriegt. Und es darf nicht sein, dass ich das Heid sich schmieren den lieben Herrgott schiebt. Ich hab schon genug auf mir. Da darf nichts mehr dazukommen. Ja, Bauer, du tust ja gerade so, als wärst du der sündhaftigste Mensch. Sag, hast du leicht wen umgebracht? Das nicht, Rosel. Gott sei Dank, das nicht. Aber das Gegenteil auf unerlaubte Weise könnte leicht möglich sein. Rosel, geh, reich mir das dicke Buch her. So, und jetzt geht's in Gottes Namen ein neuer Tagwerk und ich gehe an meins. Ist der Schwager noch nicht da? Nein. Wenn er kommt, Rosel,
bringst eine Flasche Wein und ein Gesöchz rein. Und jetzt pfiat dich gut. Pfiat gut, Bauer. Pfiat dich gut, Wastl. Ich hab ja noch nichts gesagt. Willst du noch was? Ja, wegen deinem Schwager, wegen dem Dusterer, wollte ich mir mal ausreden mit dir. Nur kein Unrechtswort, Wastl. Gott bewahr, der war mir zu gering, dass ich ein Unrechtswort über den verliere, der elendige Kerl. Wastl, der Duster ist der einzige Verwandte, den ich hab. Der einzige Mensch, dem was gelegen ist an mir, das ehrlich meint mit mir, jetzt und in der Ewigkeit. Amen. Ja, ich weiß eh, er ist es, der die hinzerrt zum bußfertigen Wesen, wie ein Kälbe zur Kur, wenn sie saufen da lernen soll. Was? Doch was? Pass ja auf, was du sagst. Schon recht, Bauer. Aber sag doch selber, wie du noch gesund warst, hat der Dusterer keinen Fuß über deinen Staffel gesetzt. Warum kommt er denn jetzt jeden Tag? Zwing der Ewigkeit leicht. Karet, meinst du nicht selber, dass er sie wichtig macht, weil er meint, es könnte vielleicht die ganze Hinterlassenschaft an ihn fallen? Und hat er die erst einmal so weit, dann kommt das du von ihm aus, Gott bewahr, nicht früh nur sölig sein. So mein ich ja eh selber. Ja, schau, das ist einmal eine gescheite Rede. Scheinheilig ist er. Und ich sag's, er ist nicht. Wohl ist er's. Schau, Bastl. Der Duster hilft mir mehr als der Pfarrer mit seiner gottgefälligen Art. Dran glauben muss man. Und das hat er heraus. Ja, das hat er heraus. Ja. Und wenn er dabei seinen Vorteil sucht, ist mir auch recht. Aber ehrlich muss dabei zugehen. Wenn ich ihm dahinter komme, dass das nicht in ihrem Herrgott sein Willen ist, sondern jeden Tag zu mir ins Haus kommt und mir meine Schuld vorwirft. Sag rein, Wastl, da kriegst du Arbeit. Ja, Bauer, schaff nur gleich an. Lass gut sein, Wastl, lass gut sein. Es ist noch nicht so weit. Aber er hat mich schon an der richtigen Stelle. Er hat mich an was erinnert. Hab schon längst vergessen gehabt. Aber jetzt ist es wieder da und gibt mir keine Ruhe nicht. Der Gewissenswurm ist. Und da hilft kein Aufbäumen. Da hast du schön runterdrücken und reuig sein. Bauer, wenn du so weiter sinnierst, machst du das nimmer lang. Der Dusterer ist bald an seinem Ziel. Kreuz Teufel, früher haben wir gearbeitet und sind lustig gewesen. Und du warst der fleißigste und lustigste von alle. Wenn ich denk, dass der Halunk Schuld dran hat, dass wir jetzt da sitzen wie bei einer Totenmess. Ich wollte, dass er einer kam bei der Tür, dass es ihm eine sagen kann. Dusterer, du bist ein Haderl! Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Grüß dich Gott, Schwager. Na, wie ist er denn geworden aufs letzte Betten? Besser. Ich mein schon ein wenig besser. Na, das gefreut mich. Siehst du, das gefreut mich wirklich. Da tut er sich halt wieder weisen, dass man die Krankheiten abbetten kann. Ja, das ist eine alte Geschichte. Aber dazu bedarf es der rechten Frommheit und Bußhaftigkeit. Wer unserem lieben Herrgott nur schön tut, der riecht freilich nicht. Ja, ja, Dusterer, du hast schon wieder predigen und dem Bauern ein schlechtes Gewissen machen. Lass doch, geht zu. Viert Gott, Bauer. Ist ein recht ein keckes Ding, der Wastl. Naja, ich sag halt Oliver, Hochmut kommt vor dem Fall. Wer was, kommt doch leicht geschehen. Dass der da bald entbehrlich wird. Solange ich die Augen offen halte, bleibt der Wastl da am Hof. Der ist wie ein Pfleger da auf dem Anwesen. Das kann er gut, wenn er weggearbeitet.
Du verstehst dich auch besser aufs Himmelreich als auf die Wirtschaft. Wohl, wohl. Zu wirtschaften hat es ja nicht viel gegeben. Und da muss unsere Handschaft dem lieben Himmelvater vertrauen. Ja, ja. Aber sag, Schwager, trocken retzen sie so schwer. Die Rosel muss eh gleich einen Wein bringen. Ah, na, noch ist schon recht, noch ist schon recht. Na, dann reden wir schon weiter, gell? Weißt, ich bin nämlich so da austricken. So, wie wenn mit die glierte Höllluft anblasen hätte. Warst du leicht unten auf einen kleinen Besuch? Nein, gelesen habe ich davon, gelesen. Ja. In einem Buch stand es beschrieben? Na freilich, in einem großen, dicken Buch, so wie das da. Ja. Sind auch Büdeln drin, ja. Alles, wie es zugeht da unten. Ich sag dir, grauslich zum Anschauen, grauslich, grauslich. Ja, wenn es beschrieben steht, dann muss man es einmal lesen lassen. Ja, wenn du einmal so weit bist, dass, wenn du einmal so weit bist, dass du dir einwendig sagen kannst, mir trifft es nimmer mehr, ich bin da draußen. Aber dann, sag ich dir, dann ist es dir so ein richtiges Vergnügen, ja, wenn du davon liest und denkst, all deine Feinde und die ganzen Unfriedenstifter in diese Qualen hinein. Das ist ja dann eine Freude, als wie beispielmäßig, wenn es deinen Nachbarn die ganze Ernte verhagelt und dir birgt es kein Halmerl um. Ja, wo bleibt denn da die christliche Nächstenliebe? Die habe ich jetzt ganz vergessen. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Aber sag, wo bleibt denn der Wein? Gesegnete Mahlzeit. Vergötz Gott. Ja, schau. Die Rosel. Wie ein junges Tier. So sauber beieinander. Bleib stehen, Lediger. Und brav. Was ist denn das? Na. So ein deutsches Ding, die Rosen. Schwager. Am Schürzenbandel bin ich hängen geblieben. Ja? Am Schürzenbandel, sonst gar nichts. Na. Also dann, zum Wohl. Das ist ein Tröpfchen. Ja. Jetzt rettet er sich wieder leichter. Gell? Und jetzt, wo wir alleinig sind, Grühhofer, mir magst du nichts für. Ja, was meinst denn? Schwager, wir sind jetzt unter vier Augen. Ich sieh's doch. Du bist heute übler dran wie gestern. Und weißt auch, warum dir nicht besser ist? Wüsste ich nicht. Ja, weil dir die rechte Bußfertigkeit fehlt. Dir fehlt die rechte Bußfertigkeit. Das wüsste ich aber. Ja, glaub mir, wenn ich dir was sage. Dir fehlt die rechte Bußfertigkeit. Möchte aber schon wissen, warum. Schau, Schwager. Es ist ein Unterschied zwischen Frommheit und Frommheit und zwischen Reuhaftigkeit und Reuhaftigkeit, so wie beispielmäßig zwischen Rosen und Brennnesseln. Es steht geschrieben, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Nein. Was nein? Nachher nicht? Ja, oh ja, das steht auch geschrieben, aber das meine ich ja jetzt gleich. Dein Kreuz hast du ja schon auf dir. Ferner steht geschrieben, wenn du mir willst nachfolgen, so wirf dein Gut ins Meer.
Tragst du meinen Hof am Buckel hin bis zum Meer? Ins Meer und teile es mit den Armen. So kannst du nicht geschrieben stehen. Und wir sollen? Ja. Wenn ich es ins Meer wirf, da kriegen sie die Fisch und nicht die Armen. Gaga, glaub mir, es steht so geschrieben. Wird doch kein Unsinn geschrieben stehen. Schau, wenn ich das sag, es steht so geschrieben. Ich finde jetzt die richtige Seite nicht, aber das steht so geschrieben. Dann erklär mir's. Ich bin mir zu dumm dazu. Das ist keine Kunst, nein. Schau. Das ist nämlich beispielmäßig zu verstehen. Wenn du willst, mit dem Himmel auf gleich kommen, dann musst du alles Irdische, um das du dich noch kümmern und suchen könntest, von dir tun. Du musst es unter die Armen verteilen. Das war doch derer viel zu viel. Kommt doch auf keinen was. Und war doch schade um das schöne Anwesen da. Grillhofer, du kannst das ja eben anlassen. Wenn du einen einzigen Armen was Gutes tust, dann zählt das ja für alle. Schau dir nur ein wenig um. Vielleicht findest du ja ganz in deiner Nähe, in einer einzigen Familie, eine ganz Treppel Arme, die auch noch neben der christlichen Nächstenlieb, auch noch in verwandtschaftlicher Zuneigung mit dir verbunden war. Ja. Ich mein, brauchst ja gar nicht so weit schauen, Joker. Ich meine, dass ich sage, nicht immer. Ich und meine Alte und meine fünf Kinder, wir taten die schon rechtschaffen pflegen. Wir möchten auch im Gebet deiner gedenken, auch noch dein seligen Ableben. Beispielmäßig, nur beispielmäßig. Schneid nicht so mal dumm. Ist ja alles in christlicher Absicht. Ob er selber schon dran denkt. Aber in der Ausnahme gehen, zu fremde Leid, auf Gnaden und Ungnaden. Hast er so gleich nicht beschweren könnte sie. Warum hat er es denn nachher getan, unnötigerweise? Aber mir hat noch nie taugt der Siebschaft mit ihrer Tuckmauserei. Ich darf dich nicht beleidigen. Das muss man einfach ausdiskurieren. Schau, Schmucker, tu es oder tu es nicht. Mir ist es nicht um meiner. Wir fahren am jüngsten Tag alle auf den Himmel. Aber die müssen wir zurücklassen. Und das in alle Ewigkeit. Schmucker, sorg dich da um die und lass die anderen in die Höhe runterpurzeln. Bin ich denn so sündig? Das fragst du noch. Grühofer, das fragst du noch. Ob du sündig bist? Nein. Also, du sollst nicht fragen. Schwager, du nicht. Denk nur an die Riesler Magdalene, die ich vor 25 Jahren da bei dir am Hof Markt war, wie meine Schwester, der Weib, Gott hab sie selig, noch gelebt hat. Denk nur an die Riesler Magdalene, sag ich. Kein Mensch hat jemals wieder was von ihr gehört. 50 Mal ist angeschrieben worden vom Gericht, wegen einer Erbschaft. Verschollen ist blieben, ja. Aber am Tag des jüngsten Gerichts, da kommt alles ans Licht, was du angestellt hast in dein sündigen Begehren, ja. Und Schwager, nicht für 1 Million möchte ich da an deiner Stelle vor Gottes Thron stehen. Nicht für 1 Million. Hätte mich ja doch nachfragen sollen. Wohl. Aber jetzt ist es spät. Geschenk ist Geschenk. Und ich wollte das ja vorhin gar nicht sagen, aber heute Nacht hat man wieder geträumt von mir, wie es dort
sitzt in ewigen Feuer und rundum ein Dunkel, das höllische Treiben. Nein, ich sag das. Es war furchtbar. Und gleich heute in der Früh habe ich zu meiner Alten gesagt, du, für die arme Seele muss was geschehen. Das war nicht recht damals. Jetzt hilft nur fleißig fürbitten. Ja, aber vielleicht hast du ja verschaut bei dem vielen Rauch und hast die Magdalene nur im Fegefeuer sitzen gesehen. Schwager, es war schon die Hölle. Es war die Hölle. Also gut, dann gehen wir's an. Hoffentlich hilft's der armen Seele. Ja, dann gehen wir's an, gell? Dann mal wieder brav betten. Ja. So. Also, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Gott, Vater im Himmel. Erbarme dich meiner. Und bewahre uns vor der ewigen Verdammnis. Wenn man wieder besser ist, fahren wir in die Stadt zum Notar und machen alles richtig. Dann kommst du mit deiner Sippschaft auf dem Hof auf eine Probezeit. Und dann überschreibe ich dann, dass alles eine Ordnung hat. Ja, Schwager, ja. Da kannst du dich drauf verlassen, gell? Ja, Schwager. Was? Jetzt wirst du schon den Gewissenswurm unter Kontrolle kriegen. Ja. Glaub mir, das ist nicht der Erste, den ich aus dem Nest nehme, gell? Also. Heilige Notburger, bitte für uns. Heilige Hemmer, bitte für uns. Heilige Corona, bitte für uns. Heilige Agatha, bitte für uns. Heilige Clara, bitte für uns. Heilige Franziska. Schwager. So, wann fahren wir denn jetzt zum Notar? Ja, wenn man wieder besser ist. Oh, ich weiß eh, wann der wieder besser ist. Aber, was, jetzt? Lass ich da den Doktor rufen. Weil jetzt, wo wir den Wurm am Zappeln haben, kann auch der Bader wieder was ausrichten. Ja, man soll nichts außer Acht lassen. Ja, nichts, ja. Also ich sag dir, heute freut mich mein Leben so richtig, ja. Weil ich so einen Schwager, so ist, eine bußfertige Sache. Ist schon gut, ist ja. Schon gut. Dann, wenn du meinst, dann rufen wir heute den Bader. Ja. Also dann mal weiter. Gell? Heilige Maria Magdalena. Bitte für uns. Heilige Teresa. Bitte für uns. Heilige Cecilia. Sag einmal, gibt's keine heiligen Männer? Geschworen. Zwei gibt's nur mehr. Wottenregion. Heiliger Herbert. Bitte für uns. Heiliger Carlo. Bitte für uns. Heilige Emma. Bitte für uns. Heilige Agnes. Bitte für uns. Heilige. Nicht wahr ist, so ist die Wallachelis nicht.
Freilich hat die Mama gesagt, hingehst und einschmeichelst die. Also wie eine Katz war. Aber Karet, das tue ich nicht. Aber fort von daheim bin ich gern. Und mei, wie gern. Ja aus, ja ein, kein anderen Kirchturm sehen als wie den von Ellersbrunn. Vor harter Arbeit, Kreuzkampf spielen und den ganzen Winter am Spinnradl sitzen hat, du mein Gott. Und auf einmal frei hinausrennen dürfen wir in die schöne grüne Lichte Gotteswelt hinein. Jesus und Josef, frei Kugel möchte mich im Hai. Du hast Dirndl, ich schau da gern zu. Wüsste, du denkst was Unrechts, kriegst du gerne. Wüsste gern, was du dir denkst, dass ich mir denkt hätte, Dirndl. Jesus, dies. Egal, der Wastl. Ja, der Wastl. Und du bist die Horlacherlis. Hätte man nicht gedacht, dass ich die noch einmal sehe. Was suchst denn du da? Im Grillhofer. Im Grillhofer? Ja, im Grillhofer. Ah, im Grillhofer. Willst du gleich im Dienst bei ihm? Dem sei Großknecht bin ich, da hätte ich auch noch ein Wertel mitzureden. Weil mir zwar taugen nicht unter einem Dorf. Und wenn die der Bauer klein nahm, rennen die am Heid noch auf und davon. Wegen mir brauchst du keinen Schutz reißen. Ich bin nur auf Besuch. Auf Besuch? Ja, auf Besuch. Ah, auf Besuch. Was willst du denn? Es geht dich gar nichts an. Sag einmal, Wastl, was ist denn der Grillhofer für ein Mann? Ein Trauriger. Ey, das dachte man nicht. Na, der Gegler wieder. Ist eh gescheiter. Aber Wastl, was hast du denn gegen mich? Tut sich nicht ein wenig freuen, dass wir uns wieder zusammenfinden? Müsst liegen. Sag, schaumst du gar nicht, dass du mich wieder da kennst? Wisst halt nicht warum. Kommt's mir doch vor, was schaust du dich? Ich? Mich? Ich frag dich, warum ich? Na schau, als alte Bekannte bleibe ich dir dabei die Antwort schuldig. Aber magst du mir nicht sagen, zwingen, was ich mich schauen sollte? Ja, das ist doch klar. So sag's? So sag's. So, mein Gott, so sag's, sag's. So, warst du nie leid, wie du mir mitgespielt hast, damals, wie ich noch Knecht war in Ellersbrunn? Du warst Knecht in Ellersbrunn? Ja, ich war Knecht in Ellersbrunn. So, bist Knecht warst in Ellersbrunn? Du nicht so, wie wenn du nichts davon wissest. Ich konnte es ja schon vergessen haben. Das schaut dir ähnlich, dir schon. Sag, und bin ich dir nicht nachgerannt, wie narrisch in Ellersbrunn? Freilich, das streite ich ja nicht auch. Na, das stimmt da schlecht an. Geh, okay, ist ja alles zwischen uns in Ehren verblieben. Ja, eben in Ehren. Er wird dich ja nicht giften, dass sich keins von uns versündigt hat. Na ja, nein, das nicht. Das freilich nicht. Blöde Geschichte. Dass die in Ehren halten, war schon in Ordnung. Aber das mich für Norm halten halt nicht. Ah, okay. Und wie ist denn das damals zugegangen? Das fragst du noch? Na, ich danke. Wie ich damals gemeint hab, ich könnte dir taugen, hab ich dich da nicht gefragt, wo wir uns treffen könnten? Ja, das hast du gefragt. Na und? Weil's dir auf der Harz einschichtig war. Ehrlich? Und mir auf der Landstraße zu viel Leute, hab ich gesagt, treffen wir uns im Wald. Bist ja auch hingekommen. Ja, aber wer nicht dort war, warst du. Stundenlang bin ich dort am Fleck gestanden und eine Köden hat's gehabt, dass mir schier der Arsch abgefahren ist.
Ja, aber habe ich es da draußen nicht gut gemeint und habe ich nicht gesagt, wenn er die Köttel zuwider war, soll es auf steile Wand gehen, wenn es Mittag ist. Ja, und war ich nicht oben, war eine Hitze zum Verschmachten. Aber wer wieder nicht dort war, warst du. Du hast dich aber nicht mehr beklagt. Ja, freilich, dass du mich zum Auffrischen in Mühlbach schickst. Danke. Frotzel mich nicht. Aber Wastel, was kann er dir noch verliebt geben, die nicht ein wenig kalt stehen und aufwärmen vertragt? Du bist dem Teufel aus der Butten gesprungen. Na geh, lass dir was sagen, Wastel. Bitte, wenn's dir Freude macht, dann sag's. Aufsitz ich dir nimmer. Sag einmal, Wastel, als dein Wald und auf der Bahn langweilig geworden ist, warum bist du nicht heimgegangen? Weil ich nicht heimgegangen bin. Ja, warum du nicht heimgegangen bist? Ja, das war. Naja. Naja, weil ich halt nicht heimgegangen bin. Na, dann werde ich dir halt sagen, warum du nicht heimgegangen bist. Wenn du glaubst, dass das besser warst wie ich selber, dann sag's. Weil das hast du von deinen Buben nicht merken lassen wollen, dass du umsonst dort warst. Hätte ausschauen sollen, als wäre ich da gewesen. Und wie lange noch? Ha! Ist das ehrlich gegen ein rechtschaffender Dir? Na, so sag was. Ja, aber ich hab mich schon auskennt. Und alle war, wenn ich mit dir hätte gehen sollen, habe ich mich hübsch mit meinen Freundinnen im Ort sehen lassen. Ja, und dann ist es angegangen, die Frotzelei und die Spöttelei. Und weg habe ich müssen aus Ellersbrunn, weil ich da nicht das ganze Bauerngesindel an um einen anderen niederschlagen mag. Ja, aber du hast da einen Unterschied gemerkt zwischen einer ehrlichen Dirn und der leichten war. Ja, ich hab's alle zwei in die Höhe runtergewunschen. Ist dir recht gestanden für dein unehrliches Gespür? Mit euch Weiberleid lasse ich mich nimmer mehr ein. Wie ich damals weg bin von Ellersbrunn, habe ich mir gesagt, aus ist mit der Lieb für die Lebenszeit. Die Horlacherlis, die hätte er taugt, und die spielt da so mit. Und schade ist, wenn du dich weiter umschaust, weil eine zweite wie die Horlacherlis gibt's nicht auf der Welt. Und die taugt nix. Und aus ist und gar nichts. Schaust dich gar nicht mehr um unter dem Kiedelwerk und so hab ich's gehalten bis heute. Geh, okay, Wastel, du kannst einen ja ganz stolz machen. Stolz, das fällt er gerade noch. Na okay, geh, mach mich nicht schlechter. Kannst du es nicht wissen? Vielleicht ist mir auch hart um dich geschehen. Dir wird's auch hart geschehen sein. Dann wird auch der andere gekommen sein. Na, Wastel, ich hab's gehalten wie du. Was? Du wartest noch, seit wir damals voneinander gegangen sind? Am Grab. Kannst du mir in die Augen schauen, Dirndl? Kerzengrad! Ach. Schwör! Bei meiner Söh und Gott! Aber sag einmal, Wastel, wenn es nur die eine Horlacherlis auf der Welt gibt, warum magst du es denn jetzt nicht mehr? Ja, weißt, Liesl, das ist so. Wer weiß, vielleicht taugst du mir ja auch. Aber niemand mehr für Norden halten. Ach, Gewastel, wie kommt die denn? Reden wir noch am Feierabend weiter. Wohl, wohl. Wo stößt du mich denn hin? Weißt ja eh, in Mühlbach. Bah, du Rombrau, das zahlst du mir. Nein, 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 stopp, 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 aus, nicht, aus. Eine habe ich dir versprochen, die zweite kriegst du jetzt an, zahlt doch ich. Hey, schau, schau. Jetzt wissen wir, wieso der Wastel kein riesige Tier ausschaut. Das da ist sein Schatz. Und der kommt von auswärts. Gescheiter, ein Tier kommt von auswärts, als sie geht einwärts. Wastel, Mittag ist, ich hab da dein Essen auf Zeiten gerichtet. Ich brauch kein Essen. Ha, willst das du haben, Liesl? Hast einen weiten Weg hinter dir, wirst hungrig sein. Na, wenn's viel ist, gib's her. Wird schon nicht wenig sein. Und dann schau, dass du zum Bauern kommst. Liesl hast, willst leicht im Dienst. Bist du so lustig, wie du ausschaust, Dirndl? Bin mein Lebtag noch nicht trauriger gewesen wie jetzt. Na, nachher ist schon recht.
Richt uns unseren Bauern wieder zurecht. Wir möchten den so gern wieder lachen und singen hören am Hof. Ist das nicht so? Ui, nein. Hörst nichts als vom Beten und Buß und vom Versterben. Ei, das dacht man nicht. Und keiner darf sie rühren. Als armen Haschern ist. Aber ich kehre nicht zu euch und just damit singe ich jetzt eins. Nein, Liesl, wart! Schau, dass dich der Bauer leiden mag. Du weißt ja gar nicht, was ich vom Bauern will. Kränkt mich ja gar nicht, wenn er mich fortjagt. Dann geh heim und bestell der Mann einen schönen Gruß. Und du gangst gleich? Gehst du mit? Hin zum Himmel fragt ein Petrus sich an. Gibt's ein Zittern und ein Dindern, so bist du mein Mann. Gibt's ein Zittern und ein Dindern, so bist du mein Mann. Und drauf sagt der Petrus, na, das gibt's bei uns nicht. Und dann kratzt sich der Bub in den Arsch und geht. Und dann kratzt sich der Bub in den Arsch und geht. Gibt's ein Zittern und ein Dindern, so bist du mein Mann. Gibt's ein Zittern und ein Dindern, so bist du mein Mann. Und drauf sagt der Deichsel, na, das gibt's bei uns nicht. Und dann kratzt sich der Bub in den Arsch und geht. Und dann kratzt sich der Bub in den Arsch und geht. Dabei können wir die Stuben gut lüften, gell? Ja, geh nur. Und halt die nur schön an. Nein, an die Rosen halt die an. An die Rosen, ja. So. Langsam, gell? Siehst du das? Und das tun wir dann einmal alles, meine Kinder. Ja, ja. So sind wir. Ist schon ein Segen, wenn man so eine Verwandtschaft hat, gell? So. Kannst du schon gehen, Rosen? Das mag ich schon. Ja, kannst du schon gehen. So. Sitzt nicht gut, gell? Ja. Oh, so. Sitzt nicht schon recht. Ja, in der Sonne. Ja. Tun wir ein wenig sitzen, gell? So. Ah, ist das schön.
Ja. Also, dass ich sage, der Doktor hat gemeint, wenn das ausgeht, freien möchte, kannst du dich schon trauen. Der Doktor ist ein Esel. Könnt genauso gut sagen, wenn man es tanzen und springen freut, sollte ich mich nicht anhalten lassen. Was ist denn, Rosel? Na, die Schleimspur da wegwischen. Die Strohwicker. Ja, am Ende möchte der Bauer gar drauf ausrutschen. Geh zu, Rosel. Beispielmäßig. Da wird gerade das Ding. Schau, ein wenig ausgehen, kommt da nicht schaden, meint der Boder. Und da könnten wir zwei im Mund gleich einen kleinen Ausflug machen. Zum Notar, beispielmäßig. Hast das du aber eilig? Ich? Nein, ich doch nicht. Du hast ja gesagt, es wegen der Ordnung. Ist schon gut. Weißt du, Schwager, ich meine halt, der Deichsel hat jetzt die Säure an einer langen Kette. Und wenn du dich dafür einsetzt mit deinem guten Werk und wirfst dein Gut ins Meer, dann reißt die Ketten und die Säure fährt auf in den Himmel und kein Deichsel hält es mehr auf. Das war schon recht. Und der Wissenswurm in deiner Brust, der findet nichts mehr zum Beißen und zum Nagen und verstärkt dir elendiglich. Aber schon ganz elendiglich. Und alle beide waren es daneben. Das war schon recht. Ja, glaub mir, wenn ich da was sage, Schwager, glaub mir. Der Wurm, der fährt auf in den Himmel. Und die Magdalene, die versterbt er elendiglich. Das war halt ja verkehrt. Was? Wo haben wir jetzt verrät? Ja, und wie? Nein, wonach hast du denn geschaut? Na, warte, ich schau nur, ob etwa morgen ein schönes Wetter sein möchte. Weil, dann könnten wir zwar ja einen kleinen Ausflug machen. Zum Notar, beispielsweise. Da hast du ihn, in Grillhofer. Ja, was gibt's denn? Das Dirndl dort will zu dir auf Besuch. Ja, dann komm näher. Wer bist denn? Wie heißt denn? Woher kommst denn? Und was willst denn, ha? Die Fragen merke ich mir nicht, der Reinachbauer. Wassel, die Rosel soll dir Flaschen Most geben und ein bisschen was Süßes wird sich wohl auch in der Speis finden. Dann komm her, setz dich nieder, Dirndl. Mit Verlaub. Gehen wir halt Tipfel für Tipfel vor. Jetzt sag einmal, wer bist denn du? Wie heißt denn? Die Horlacherlis heißen sie. Aha, schau. Horlacherlis. Und woher kommst? Aus Ellersbrunn. Aus Ellersbrunn? Aha. Ich hab einmal eine alte Horlacherin kennt aus Ellersbrunn. Das ist meine Mom. So, schau. Ich besinn mich schon. Wie ich alle noch gelebt habe, ist sie öfter in unser Haus gekommen. Aber seit der Zeit habe ich es nicht mehr gesehen. Wir sind ja mit dir in Verwandtschaft. So, so? Das höre ich das erste Mal. Wie das? Aus ihrer Mutter, ihrer ersten Ehe, hat dein Weib einen Halbbruder gehabt und dem sein Geschwisterkindersohn hat meine Mami Geschwisterkindertochter geheiratet. So? Mein Weib, ihr halber Bruder? Wie war das nachher? Aus ihrer Mutter, ihrer ersten Ehe, hat dein Weib einen Halbbruder gehabt und dem sein Geschwisterkindersohn hat meine Mami Geschwisterkindertochter geheiratet. Das tut ihm ja ganz der Kopf weh. Aus ihrer Mutter erreichen. Ich hatte der Weib einen Halbbruder gehabt und den sein Geschwisterkindersohn hat meine Mama Geschwisterkindertochter geheiratet. Aber ich habe meinen Kopf nicht drüber gesprochen. Ich habe es auswendig gelernt, wie die Kinder in der Schule den Katechismus. Ist es auch wirklich wahr? So hat es mir die Mama erzählt. Weißt du,
Bleib da, du musst den Hausvater machen. Einschenken und nachfüllen. Ich klang nicht so weit und mir zittern die Hände und ich verschütt grad was. War halt schade um den guten Tropfen. Auf der Wohlsein. Kriegt der auch was? Fangst schon wieder an, Wastel. Also, wenn's mir nicht vergund ist, wenn's mir nicht vergund ist. Schenk ja mein, du Lump, du. Da, verkost ihn nur. Ist zwar mehr für Weiberleut, aber ein guter Tropfen. Ja, meinst du, kommt mir das bis zum Zapfen? Oh, also, das ist ein Trunk. Wenn das ein Trunk für Weiberleut ist, möchte man selber gleich Weib werden. Bist eh schon eins. Und ein Alts auch noch dazu. Der Wassel geht zu. Schau, ich hab dir eins mitgebracht. Du weißt, ich trink ja nichts. Aber wenn's schon da steht, dann Prost. Aber jetzt reden wir von was Gescheites. Dirndl, eine Antwort bist mir noch schuldig. Was du da willst? Ein bisschen Erbschleichen soll ich. Teufel eine, wer kann die dazu anhalten? Niemand. Meiner Mama war das auf einmal eingefallen und ich taug auch schon gar nicht dazu. Alle werden an herumschwänzeln wie ein Hund und warten aufs Versterben. Na, möchte unser Herrgott noch 100 Jahre leben lassen? Ich nehm da keinen Tag, keinen einzigen. Bist der Herzgut, Dirndl? Ich wollt eh nicht her. Du hast mir heute nicht gefallen, sagst, es gab nichts zum Holen und schickst mich wieder heim. Ich möchte da bloß wissen, wie deine Mama auf die Gedanken gekommen ist. Die Mama hat das recht ernst gemeint. Liesl, hat sie gesagt. Liesl, bis der Arms verweist, Dirndl, musst dich umschauen. Verwandt sind wir einmal mit dem alten Grillhofer. Das können wir schriftlich nachweisen. Gehst hin, schaust nach ihm, soll ihm recht schlecht gehen. Gar tut das nimmer lang. Verzeihst, Bauer. Geh ein bisschen hin. Er hat die lustigen Leute früher nicht ungern mögen. Dann möchte ich jetzt auch jetzt noch. Misch dich nicht ein, sonst kriegst du einen Täter. Und geh zu, hat sie gesagt, dass der nirgends vorkommt. Na was, Bauer, mein Mann kennt sie aus. Hätt's einen schlechten Stand, da ich nach ihr reden. Aber so bin ich jetzt ehrlich zum Erbschleichen. Davor bin ich auch noch da. Zum Erbschleichen? Aber nein, Dirndl, du musst mich richtig verstehen. Dafür, dass der Schwager nicht seine ganze Sache zu den Anwörtern hergibt, nicht? Wo du da schon so viele Wörter drüber geredet hast. Aha, so, der Schwager bist du. Schau, von dir hat die Mama auch erzählt. Hat gesagt, soll zu den meisten ein Duckmauser beim Ein- und Ausspazieren. Muss ein recht ein zwideres Weib sein, deine Mom. Ja, ich kann's nicht sagen. Ich weiß zwar nicht, was ihr eingefallen ist, dass sie mich herschickt, aber vielleicht hat sie sich gedacht, es wäre nicht dem Bauern sein Schaden. Ich nehme die mit, wenn ich wieder heimgehe. Jetzt haben sie aber ordentlich. Und du lachst da noch dazu. Na ja, warnen wir da. Muss ja auch cool lachen, wenn sie jetzt so sieht. Beispielmäßig. Lach der Kuh. Aber ein Ochs wird gleich warmer. Jetzt haben sie alle zwei. Lustig, ja. So gelacht haben wir schon lange nicht mehr. Ja, lustig haben wir. Schaut es mir da noch an. Mein alten Mann. Okay. Jetzt kennen er den Bauer in Ellersbrunn. Der hat seine 80 am Buckel. Und wenn er Kirtog ist, dann springt er auf und singt: Ja, will ich einmal lustig sein, bin gleich ein alter Mann, doch will ich so eine Sickerei winken, denn ist was an. Huli, ja, 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 Prost! Ja, weißt du, du hast ja gar kein Glasl. Nein, wir trinken was an. Ja, Liesl, wir trinken was an. Schau dir den Wastel an.
So ein Heimlicher. War das wohl einmal die Rechte, gell? Die war's schon. Warum soll ich nicht lustig sein? Gott ist ein guter Mann. Mir gefällt das Leben, mir schmeckt der Wein. Und lernen geht's was an. Ja, ja, ola, ja, ola, ja, ola, ja, ola, ja, ola, ja, ola, ja, ho. Hab ich doch heute lebt doch mal keine Schlechtigkeit nicht an und will ich ja mal lustig sein, bin gangen ist was an. Komm, komm an, alter Isa. Du singst da nicht mit, Schwager, du nicht. Ich möchte wissen, wie du da mitsingen kannst. Hast du all dein Leben keine Schlechtigkeit nicht an? Ha? Also, eins lass dir gesagt sein. So, da lässt man keine armen Söhne. Ich sing ja eh nicht mit. Na geh, was hast du denn, Bammelbauer? Lass gut sein, Dirndl. Ich danke dir schön. Hast es recht gut gemeint. Aber wir zwar, wir sind ein zu ungleiches Gespann. Es schickt halt keine Lustigkeit mehr da auf meinen Hof. Ich muss dich jetzt wieder fortschicken. Und dass du mir nicht ganz hart bist, zu dir der Wastel ein Stückchen Weg nach Feierabend begleiten. Ich soll fort? Dabei ist das Lustigsein so gut angestanden. Wenn ich jetzt gehe, fangst du wieder mit dem Duckmausen an. Es schickt sich halt nimmer mehr für mich. Möchtet aber da wissen, warum? Dirndl, du bist für die, die ist nicht schwer tragen und ihren Brutzfleck. Aber für solche ist er der Rechte. Wie vor einem halben Jahr mein Täter gekriegt hab. Albe, ein kerngesunder Mann, streift mir der Schlag. Und ich lieg da, elendiglich. Hab nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Er hat sich gleich ausgekannt. Ist in mein Haus gerannt gekommen und hat gesagt, Schwager hat er gesagt, du hast eine Sünde auf dir, die du nie nicht recht bereut hast. Ein dicker, fetter Wurm sitzt auf deiner Seele. Hast du halt schlafen lassen, den Wurm? Darfst nicht spaßig sein über solche Sachen. Du weißt ja nicht, wie sündig ich war. Mag wohl, ja, so 25 Jahre her sein. Hat mir alle noch gelebt, Gott hab sie selig. Ist er dir noch zu mir in Dienst gekommen? Ein kleines Hoffartsitz Ding. Auf keinen Buben hat's geschaut. Nur auf mich hat's ein Auge geworfen gehabt, dass ich sag. Und mein Weib, kein einziges Kind hat's auf die Welt gebracht. Und ich, Albe, ein kerngesunder Mann. Und damals ist gar elendiglich da niedergelegen. Und da schickt sie sich halt, ich triff die Tieren allein nicht. Und da ist passiert. Aber nach der Versündigung war es nicht mehr recht mit dir. Und mein Weib ist die Zutraulichkeit zu mir aufgefallen und hat zu sich rufen lassen. Hat es beicht oder nicht, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle wollte es gleich fort von da. Und ich habe es auch nicht ungern weggehen lassen. Das ist freilich nicht recht, aber das kannst du ja nicht alles auf deine Rechnung nehmen. Es gehören schließlich zwei dazu. Das schon, dass wir solche Dummheiten für gewöhnlich zwei gehören. Aber ich hätte ein Gescheitere sein sollen. Und wie es dann fort war, war es wie vom Erdboden verschwunden. Und seit derer Zeit drückt es halt schwer auf meiner Brust. Weil ich es auf einen sündigen Weg gebracht hab, näher zur Hölle. Ja, Bauer, und das ist die ganze Geschichte. Und zwing der bist du so verzagt? Wohl, wohl. Und zwing dem willst dein ganzes Haus und Hof in fremde Hände gehen, nur wegen der Reue? Ja, ja. Wohl, wohl. Sag, Bauer, meinst du, wenn man einmal dumm war, man macht's besser, wenn man dann noch dümmer ist? Das verstehst du nicht, Bastl. Red da nichts drein. Sei froh, dass du nichts auf dir hast. Ja, das ist eine rechte Lehre.
Eine wahre Christenlehre. Siehst, der versteht sich drauf. Ist auch eine Profession. Jetzt lass mir die Streiter rein. Dirndl, wenn's magst, kannst du noch den Hof anschauen. Und wenn's heimkommst, lass dein Mamsche grüßen von mir und sage, wer es wahr ist, dass du spät gekommen bist. Wenn's mir morgen besser geht, fahren wir in die Stadt und überschreit den Schwager alles. Und wenn dann wieder alles in Ordnung ist und in der Ausnahme bin, dann kommst du nicht besuchen. Vielleicht bin ich dann schon lustiger geworden. Vierte Gott, Dirndl. Ja, freilich. Mein lieben Ausnehmer, den darfst du dann schon heimsuchen, gell? Vierte Gott, Bauer. Vierte Gott und vergiss mich nicht. Komm wieder. Bauer, willst du das wirklich gehen lassen? Mir ist, du solltest das halten. Das war wohl nicht lieber als dir, du verliebter Gockel, du. Ja, dann setz dir halt morgen den Tuckmauser da am Hof. Und ich bin übermorgen schon in Ellersbrunn. Geht's du noch wieder? Siehst du das, Schwager? Genau so hab ich mir das gedacht. Wir es glauben, es gibt bei dir was zum Holen, wo man der Leid ins Haus gerennt. Mit denen du sein Laptop nichts hast zu tun haben wollen. So sucht halt jeder seinen Vorteil. Kommen's, sind's da, gibt's nichts, gängen's wieder. Es kümmert mich nicht und kann dir auch ganz egal sein. Öha! Grüß Gott, Bernhard! Grüß dich, Lenhard. Grüß dich, Gott. Dusterer, die suche ich. Hat mir deine Alte gesagt, die trifft dich da. Ist mir eh recht. Muss gleich wieder fort mit meiner Rose. Geht einer wie mir. Können auch nicht lang stehen. Was gibt's denn? Vorerst liegt ein ganz Fassl Essig für dich in der Kreisstadt bereit. Dann möchtest du ihn aber bald abholen. Ah ja, und da hab ich dann ein Fruchtbier gebracht vom Spediteur. Wieso hast du den nicht gleich mitgebracht? Na, weil er noch nicht zahlt ist. Noch was? Ja, eine Flasche Wacholder hab ich mir verdient, meine. Das war der Essig nicht wert. Ha, wir reden jetzt vom Essig. Hast ein schlechtes Gedächtnis. Vor einem halben Jahr hast du mir's versprochen, wenn ich da was Auskundschaft. Was Auskundschaft gibt? Komm mit, ich geh mal ran. Zum Glück komm ich ja grad. Wenn ich so viel mal da rein, wäre ich ja ganz schwindelig. Bleib mal da, ich seh mir den Grünhofer. Nicht, sonst sag ich. Was? Sonst zerspülst du den Wacholder. Ha! Wer bist denn du? Bist gleich bei Herr, dass du mit mir herumschreist? Na schau dir an, oder Zipfen. Na, jetzt möchtest du ihm gern abbleiben. Na, wenn es so geht, dann brauch ich überhaupt nicht deinen Wacholder. Brauch ich nicht. Und ein andermal. Sucht einen anderen zu solchen Geschäften. Wie? Nicht? Schau dir an. Eine Flasche Wacholder hat's geheißen. Vom Riesler Magdalin ist gegangen, die wurde vor 25 Jahren in deine Dienste war. Was? Riesler Magdalin? Ja, ob's verblieben ist, ob's noch lebt, ob's verstorben ist. Seit einem halben Jahr habe ich nachgefragt. Und jetzt rät er das Flaschen Schnaps. Red, Leonard, red! Ja, verdient, Hannemann! Kriegst du ihn aber nicht! Mach ihn nicht! Halt zurück! Schana, so ist die gegen ein Fuhrbett! Bauer, willst du hassen? Nix bist! Lass ihn, Leonard, lass ihn! Was ist mit der Magdalene? Ja, gefunden haben es. Sie lebt? Jawohl. Du bist das gewesen, Grühhofer. Und ich hab mir schon gedacht,
schreit wieder gegen meiner. Du, wir sind ja vorher, Lennart. Hast du auch recht gesehen? Wohl, recht gesehen und recht gefragt. Und du willst es jetzt gefunden haben, was das Krieg die längste Zeit gesucht hat? Ja, ausgeschrieben war ja Erbschaft. Aber gemeldet hat sie sich halt nicht, weil der Hof das Gespür viel zu verschuldet wird. Wo hast du es denn nachher gefunden? Ja, 3 Stunden von da, wenn du reinfährst ins Gebirg, in die kahle Lenden. Dort hat sie Wirtschaft. Ich muss hin. Das bisschen fort wird mich nicht umbringen. Ich muss hin. Ich muss mit eigenen Augen sehen, wie es um sie steht. Und was für ein Elend sie lebt. Rosel! Rosel, geh her! Lennart, die Danktasche. Hast du mir einen großen Gefallen getan? Da hast du, ich danke dir schön. Ah, vergelt's der Gott, Bauer. Danke dir schön. Was ist denn, Bauer? Rosel, beeil dich. Der Michel muss hurtig anspannen. Er muss mich führen. Er muss mich in die Kalinenten fahren. Ja, aber Bauer. Sei stark, Rosel. Tu, was ich sag. Sonst hätte ich keine Ruhe. Da. Und sag dem Mastl, er muss da bleiben. Er kann seine Dirndl jetzt nicht begleiten. Man kann nicht wissen, was da noch alles passiert. Ja, und Bauer. Jetzt holst du mir meinen Rock, meinen Hut und den Schafspelz wirst du machen. Morgen ja, für die Nacht. Bauer. Geh zu und tu, was ich sag. Warte, Schwager. Warte, ich nehm dann schon. Ich nehm dann. Los, los. Geh, Schwager. Rühr mir nichts, mein nichts mehr an. Los, reden mit dir. Wir haben ausgeredet. Lebt die Magdalena oder lebt's nicht? Du Erzlugner, du! Ist die Höhe 3 Stunden von da? In der kahlen Enten ist dort die Höhe, Erzlugner! Geschwoger! Erzlugner! Teufel! Eine ist der Glühofer fuchtig geworden. Na mach da nichts draus, na komm, ich zahl dir ein Glasl. Ich könnte mich an dir vergreifen. Vergreifen könnte ich mich an dir. Na, gute Nacht. Na, den Polster hast du ja schon mitgebracht. Da darf ja recht ordentlich zudecken. Die muss der leidige Höhteife hergebracht haben. Na, dein Weib hat mich hergewiesen. Sag rein nur mal. Ja, der hat ja eh recht. Hätte er mir daheim aufhalten können, nicht? Und selber herrennen. Hätte er die Fies nicht gekost. Na ja, g'freidi, wenn ich nicht heimkomme. Das ist ja schon, seit dem Paradies ist das schon so. Nur ein Geschirr hat man mit den Weinerlein. Seit einem halben Jahr plage ich mich an. Dank dem Herrgott für jeden guten Einfall, den er mir schickt, womit ich dem alten Sünder da ins Gewissen reden kann. Und jetzt soll alles umsonst gewesen sein, wie auch so eine Blödheit. Nein. Aber noch gebe ich nicht auf. Ich muss da auch dabei sein, da in der kahlen Lenden. Ob der das jetzt will oder nicht. Ich schleiche mich in den Hof, warte, bis die Rosel das Schaffe auf den Wagen schmeißt und dann kriege ich drunter. Ja. Komm ich wieder so mit? Was will er denn machen? Komm ich so mit? Komm ich halt im Schafspelz mit? Liesel, willst du wirklich schon gehen? Naja, jetzt, wo du mich nicht mehr begleiten darfst, möchte ich heimkommen, bevor es dunkel ist. Muss der Mama halt sagen, es gab nichts zum Holen. Aber einen Schatz habe ich gefunden. Weißt du, wie du warst, wie die Sonne damals schon in Hellersbrunn will ich gehen. So ist, als wir die Haarlacher ins Mühle nehmen.
bist. Ja, da gibt's wer, was der Wahnsinn ist für mich. Was stolz ist, wie du meinst, wann's dem Wald, wo du mal lernst, und wartest auf mich. Weil die Hitze verbrennt, die es gewandt, oben in der steilen Wand, nur für mich. Leider hab ich es ein bisschen spät. Wann man jetzt eigentlich schon daheim? Zu was hätte man so früh Feierabend gemacht? Ja, wegen dem Wetter da. Ja, freilich, wegen dem Wetter. Aber kommt ja der Vater noch ein wenig ins Dorf schauen auf ein Glas Wein? Wisst ihr es doch eh, dass mir die Mutter kein Geld lässt. Ja, aber komm da mir eins für den Vater an. Ja, es hat sich ja so brave Bumme ist. Na, freilich geh ich dann. Na, da geh ich schon. Dann vielleicht das Wetter da erwischt. Ja, aber nein. Das kommt ja an hier. Sag mein Vater ja schon 50 Mal. Von der Seite kommt's nie. Bleibt alle hinterm Berg. Es hallo, Dries! Ha. Und alle 50 Mal habe ich es richtig vergessen. Und wo ging es denn jetzt nachher hin? Ja. In Wald. Die Köln. In die Köln. In Wald. In Wald? Ja, aber wann euch das Wetter erwischt? Ja, das kommt ja nicht. Kommt ja nicht, sicherlich. Und wenn's auch kam, wir fanden schon einen Unterschlupf. Wohl, das war schon auch so. Ach so? Ja, wo denn nachher? In der Köhlerhütte. Oh, es schlankern ist. Jawohl, in der Köhlerhütte. Ja, ein Kohlenpferdl ist heute mit einer Fuhr in die Stadt. Und es fand er seine zwei Dirndl verloren. Jawohl! Schlingeln es! Es treibt es ja nicht schlecht. Ich war schon 48, wie ich eure Mutter geheiratet habe. Wer Papa ein Traum nicht war? Ah, so meinst du das. Ein Traum in etwa gewesen.
Und dir fallert die Courage nicht. Ha? Fallert euch nicht die Courage. Wisst ihr was? Daheim bleibt's jetzt. Daheim bleibt's. Leni? Du bist ein rechter Depp. Musst du auch wieder ein blödes Maul überreißen. Ich möchte eine kleine. Ah, ihr seid schon daheim? Na, ist der leichte Edge. Jetzt darfst du dir den Strümpf strecken. Ja, du aber, der Vater auch. So, wenn's heute schon so Zeit wie daheim geht, könnt's wieder stricken. Eins, zwei, drei. So, dann schaut mich dazu. Weil ich hab keine Zeit. Und die Kleinen zerreißen so viel. Also üben, üben. Zwei glatt, zwei verkehrt. Dreck. Heilig Kreuz, du noch wette, ist das eine Unterhaltung. Aber Ehrbohr. Halt Ehrbohr. Das schon. Mir ist nur, was wird sie meinen Rosel denn wieder denken? Du, Hirsel, die heute eh nur zum Mann. Unter der Woche darfst du ihr schön tun und den Sonntag geht's mit dem Jager. Ja, aber die Woche hat 7 Tage. Kommt nur zusammen zum Lachen am Sonntag. Mir ist nur mein Kattel. Geh halt's mal. Ich muss ja erzählen auch. Eins. Zwei. Eins. Verkehrt. Zwei. Vater, Sakra, so Arbeitszeit darf nicht an der Scheune lehnen bleiben. Gut, ihr sollt es weder erwischen. Ja. Du, Vater, ich sag das. Halt da rein. Geh nimm nicht alles auf einmal. Kreist mir sonst nur in die Sensen. Geh warte, hilft. Geh halt einmal da. Jetzt weiß ich nicht, ob's gefällt ist. Könnte ja sein. Muss man halt nachschauen. So, möchte essen? Ja, wo sind denn die Buben? So Arbeitszeug tun sie in Schupfer. So Arbeitszeug? Aha, aber das lernt ja noch dahinter. Was? Teufel, die sind durchgebrannt. Dann suchst du das jetzt. Ah. Na, wart's nur. Ein finde ich mir schon aus. Ey, halt die Sacker. Na, wart, echt, da wisch ich schon noch. Wenn's nicht wollt, dann hol euch alles samt der Teufel. Braucht ihr nicht mehr bloß für sich gehen. Na, wart's nur, Burma. Echt, da wisch ich schon. Und wenn wir heimkommen, kriegen wir es alle miteinander von der Mutter. Wenn wir das wieder nicht erwischt. Na, siehst du, Schwager, ist ja da gut, dass ich mitgekommen bin. Fragst nicht so lange nicht da und umsteigen. Also, nehmen wir Chapsi. Ist das da das einzige Köft auf der Lenden? Ja, schon. Aber das schaut mir ein wenig zu groß aus. Wie ein ohrschichtiges Weib. Na ja, werden wir ja gleich sehen, wer da drauf sitzt.
Wer weiß, was der Lenhard, der versoffene Unfriedenstifter, überhaupt gesehen hat. Vielleicht ist es auch ein verlogener Spitzbuhr und hält uns nur zum Norden. Wer ist draußen? Setz er sich schon! Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Was wollt's denn? Bist du die Riesler Magdalene? Wer fragt da noch? Die Beutnerin bin ich, die Bäuerin an der Lenden. Hat niemand danach zu fragen, was ich sonst bin oder war. War allerweil a Ruhe. Jetzt auf einmal nimmt die Fragerei geweint. Vor ein paar Tagen erst war ein Flug nicht da und hat umeinander gefragt, dass ordentlich auffällig war. Was habt's denn der Riesler Magdalene noch zu fragen? Gott, in meinen ledigen Tagen ist zwischen einem Bauern und mir eine Dummheit gewesen. Ist eh schon bald nimmer mehr wahr. Ist er leicht gestorben? Seid ihr vom Gericht und bringt es mir Erbte? Ja, Magdalene, kennst mich nimmer? Niemand kenn ich. Ich bin's, der nämliche Grühhofer. Ja, sag's noch! Der Grühhofer! Übermut her. Ich hab mir das schon lang gewünscht, dass ich dir einmal alles einsagen kann. Hast du gemeint, es müsste mir so gehen, wie es mir von dir aus hätte gehen können? Von dir aus hätte ich einmal elendig im armen Leithaus versterben wollen. Weil der liebe Herrgott hat recht Einsehen gehabt mit mir. Und 3 Jahre? Nachdem ich von dir weg bin, hab ich's besser getroffen. Der alte Beutner hat mich geheiratet. Jetzt bin ich da, als Bäuerin am Hof. Schau dir an, ob er den Teil noch viel nachsteht. Hast du geglaubt, ich hätte mich mit dir abgeben? Wenn ich nicht geglaubt hätte, der Bäuerin wird bald das Zeitliche segnen und ich übernehme ihr Stück? So. Nicht so viel. Siehst, war mir sonst an dir gelegen. Schwager, wegen der brauche ich mir nicht zu viel am Totenbett runterängstigen. Aber dein Bäuerin ist nicht so bald verstorben. Und wie es hinter meinem Trachten gekommen ist, hat es all ihr Ersparnis aufgewendet, damit es mir losgefahren ist. Denn mit leeren Händen war ich nicht weg. Und als Kind hat es mir verpflegen müssen. Ein Kind? Magdalene, ist richtig ein Kind auf die Welt gekommen? Um Gottes Willen. Magdalene, sag mir bloß eins, wo das verblieben ist. Ich konnte es dir nicht sagen, Grühhofer. Wenn ihr möcht. Hat irgendwas gewusst gewesen. Sie haben es ja gleich nach der Geburt weggenommen. Ja, ja, such das heute! Ich hab damals für mich allein nur so einen tragen müssen. Und nach einem Ehestand sind 12 Kinder hintereinander gekommen. Und alle. Alle, als hätte mich der leidige Hödeife frotzen wollen, haben auf der linken den austraten kleinen Finger mitgebracht. Aber alle rennen sie noch auf der Welt umeinander. 5 haben wir noch da oben auf der Schüssel. Meinst du, die hätten noch Luft gehabt, mir uns 13. außer der Ehe umzuschauen? Magdalene, hast doch nur einen Fingerzeig gemacht, nix, da hätte ich. Nix hab ich. Und jetzt haben wir 2 ausgeredet. Sehen hast du es, wie es mir geht? Und ich meine nicht schlecht. Jetzt hab ich meinen eigenen Hof. Und jetzt mach, dass du weiterkommst. Mit samt deinem Spieß gesehen, bevor meine Leute kommen. Und wenn's nicht schnell genug seid, dann mach ich euch 4 und lass den Hund von der Ketten.
Jetzt jagt's uns noch fort. Verschwind! Ich brauch keine alten Geschichten. Ich brauch das nicht! Geh mal fort. Geh mal. Es tut so richtig weh auf der Brust. Asch, da ist mir runtergefallen. Aber jetzt tut nur ein Schwangerer drauf. Schwager, ich komm da gleich nach. Treffe eine. Jetzt war da der Kind auch noch da. Hätte ich das nur früher gewusst. Ja, aber wer weiß, ob der Baum gerade überhaupt noch lebt oder vielleicht eh schon verstorben ist. Die Bärin wird es schon wissen. Und ich muss es auch wissen. Die hat zwar den Teufel im Leib, aber ich muss es wissen. Aua! Ich habe euch wieder erwischt. Sind wir wieder da? Hat der Vater seinen Willen. Und gleich wird die Mutter ihren haben. Schau, es hat uns da nicht erwischt, das Wetter. Ja, das freilich nicht. Aber leicht hitze anders. Wissen muss das haben? Wissen muss das? Hilfe! Ui, die Mutter rauft mit einem. Auf, Burma! Seht's was, Mama? Ja? Was seht's? Die rote Karten. Und, könnt's lesen? Nein. Ach, Gott sei Dank. Also das ist ein Dispens vom Bezirksamt. Ihr zwei dürft's mir nicht haben. Aber ich schon! Hüsche! Nein, denn da hüscht ihr das wieder. Verbleibt. Das ist ja fein zum Fürchten. Jesus, da ist wer in der Küche. Halt, wer ist da? Fürchte nicht, ich bin's. Du bist's, Wassel. Spät ist, ja, wo der Bauer nur verbleibt. Wer weiß, vielleicht muss er noch woanders übernachten. Er kennt ja noch gar nicht da sein. Wie sieht das selber aus? Zwischen 3 und 4 sind sie fort, 3 Stunden sind sie hin in die kalle Lenken und 3 wieder zurück. Braucht er sich gar nicht lange aufhalten, muss 10 vorbei werden. Was er noch dort macht? Huch, ein Wagen. Ja, ich höre ihn auch. Aber der kommt von der anderen Seite, von der Ellersbrunner. Scheint. Bei dir kommt jetzt alles aus Ellersbrunn. Aber nein, der kommt von der anderen Seite ohne Ratzeln. Ist das der Bauer? Ich geh schauen. Gott sei Dank, dass der Bauer wieder da ist. Zähne ist. Es ist ja schon höchste Zeit. Und nur ein Glück, dass er seinen Schafpelz mit hat. Es geht zwar lauf, aber es nimmt dann aber der kalte Fortwind.
Der muss ja gefahren sein wie der Teufel, der Michi, dass ihr jetzt schon wieder da seid. Aber ich muss dann nachher gleich in den Stall. Ja? Die armen Reißer. Geht mir genauso. Hab kein Erbarmen mit den Viecher. Haben's alle besser auf der Welt als unser eins. Bauer, bist du gescheit? Lehm da und kennen keine Vorschrift. Also geh in den Stall, Bastl. Gute Nacht, Bauer. Gute Nacht. Gute Nacht, Rosel. Kannst da gehen. Ja, willst du halt ganz allein der Bett reinkriegen? Das könnte ja recht mühselig werden. Sollte ich schlafen wollen, werde ich schon ins Bett finden. Gute Nacht. Gute Nacht, Bauer. Wer ist? Ah, du bist. Was wissen du da noch? Ich hab extra den Wagen vor dein Haus halten lassen, damit du aussteigen sollst. Hat aber nicht sein mögen, weil ich nämlich mit dir noch was zu reden hätte. Hast du einen neuen Log? Okay. Glaub mir, beispielmäßig. Ich brauch nichts Beispielmäßiges mehr. Hab nur mit dem, was wirklich wahr ist. Ja, hab ich mich halt geirrt. Aber hast nicht du selber gesagt, da bei dem vielen Rauch und da im Feuer sieht man schlecht? Die Magdalene weiß jedenfalls nicht, was ich da gesehen hab. Aber, Schwager, der Kind weiß, das hab ich für sie gehalten, weil sie halt gar so ähnlich schaut. Ist ja der Magdalene, ihr Kind. Lauter Dummheiten. Nein, glaub mir, wenn ich da was sag. Und ich mein, es verbleibt bei unserem Abkommen. Es geht halt jetzt um dein Kind. Weil es dir taugt, steckst du jetzt das Kind in die Hölle. Nein, gar nicht. Weil die Sünden der Eltern an den Kindern bestraft werden. Ja. Und wer sagt denn dir überhaupt, dass vor Sturm sein muss. Glaub mir, Schwager, es war schon besser, wenn es vor Sturm ist. Für euch beide war es besser. Halt's Maul und geh zu. Ich will mit dir nichts mehr diskutieren. Gut, dann halt nicht. Dann ein anderes Mal. Also, gute Nacht, Schwager. Eins noch, eine Frage. Bleibt's dabei? Bei was? Ja, fahren wir zwar jetzt einmal zum Notar oder nicht, beispielsmäßig? Ich weiß es nicht, jetzt nicht. Geht zu. Aber sollte mal was sein, dann hätte es gern bald richtig. Ich weiß, man kennt ja dafür, du hältst auf Ordnung. So oder so, das lange immer dumm drucken, das kann ich nicht leiden. Buch nur eine in die. Brauchst einen Zuspruch, so bleib bei deinem Hut. Ansonsten bleib ich hier fern. Werden wir ja sehen, ob ich den Zuspruch nötiger hab, als du mein Hof. Das werden wir ja sehen, Grühhofer. Das werden wir ja sehen. Also dann,
Ich geh jetzt. Gute Nacht, Schwager. Gute Nacht. Hast du mich gerufen? Nein. Weißt, mir war das nicht so gewesen, als reut dich schon. Schwager, es steht geschrieben, ich will nicht den Tod des Sünders. Und ich schau schon morgen wieder nach dir. Ja? Geh jetzt endlich, ich will alleinig sein. Also, das gute Auskommen hat ein Ende. Und mit dem steht es auch schon recht schlecht. Naja. Aber der muss morgen mit mir mit zum Notar. Sonst war alles verspült. Aber was, ich verschreibe ihn. Ja. Und den Rest wird schon der liebe Himmelvater für mich richten. Und wenn ich mir so anschaue, auf die Hinterfüße stürze ich dann immer mehr. Heute Nacht kein Schlaf. Ich hab schon gewonnen. Nur ich bring heute Nacht auch kein Auge mehr zu. Naja, schleich ich halt ein wenig da umeinander. Ich bin da früh. Darf sein. Sein. Auf mein Hof. Weit weg konnte das sein, mein Kind. Oder auch ganz nah. Ich weiß es nicht. O himmlischer Vater, soll's verstorben sein, so lass mich bitte nicht alleinig auf der Welt herumkriechen. Und soll's in Unehren aufgewachsen sein, dann lass mich's bitte nicht erleben. Himmlischer Herr, wenn du ein End mit mir machen wolltest, so war's wohl das Gescheiteste. Und wenn's jetzt aufschreit, mein Kind, und sein Vater verflucht, bitte horch nicht hin. Ich brauche Luft. Ist nur auf. Bauer? Ja? Die Horlacherl ist wieder da. So? Sie muss heute noch mit dir reden, hat sie gesagt. Ja, was willst du denn? Hör dir zu, ich weiß ja nicht. Wir haben ein Kreuz miteinander, Bauer. Was heißt denn? Nix. Triffst mal halt grad, wie ich mich nach einer neuen Wohnung umschau. Fällt dir der Alte vielleicht nimmer? Wo magst du denn hin? Schau mal beim Fenster raus. Siehst du dort die Kreuzern herschimmern? Am Friedhof. Sag, was willst denn du am Friedhof? Die, die es was angeht, die wissen nichts davon. Und die, die davon wissen, die geht dir nichts an. Schau lieber, wie die Sterne heute funkeln. Und wie der Mond leicht. Das ist ein Ziergezahn, die soll direkt in sternenlichten Himmel rein. Ja, wenn man nur eine freie Seele hat.
Geh du nicht so verzagt. Die Deine wird auch noch keiner am Strickel führen. Lass dir was von meiner Mama erzählen, dass du auf andere Gedanken kämst. Stell dir vor, mein Mom leid's nicht, dass du deinen Hof hergibst. Deine Mom? Die alte Horlacherin? Leid's nicht? Das ist aber besonders. Gut, ja. Das ist aber ganz besonders. Möchtest du wissen, warum? Na, dann musst du mir schon zuhören. Na dann, erzähl mir's. Hätte nicht gedacht, dass mich da noch irgendwas interessiert auf der Welt. Aber das ist ganz besonders. Nicht wahr? Ist ein gescheites Weib sonst die Mom? Ich merke da nichts, ich war auf einmal ihr geworden. Aber ich kenne mich nicht mehr aus mit ihr. Ich komm heim und sag, du hast mich fortgejagt, hast mir ungeschickte Gretel genannt. Wie aber sag, dass du morgen mit dem Duster in die Kreisstadt fahren willst, ihm den Hof überschreiben, da war's aus. Sofort hat der Müller einspannen müssen und gleich habe ich wieder herfahren müssen, dass ich ja noch vor der Früh wieder da bin. Und busselt hat's mich und umarmt, als war es ein Abschied auf ewige Zeiten. Und einen Brief hat's mir geschrieben. Dir? Ja, für dich. Dann gib her. Das wird ja immer seltsamer. Ja, ich soll machen, dass du ihn heute noch liest und du sollst ihn für dich lesen. Dann lesen wir ihn halt. Lieber Grillhofer, mit schwerem Herzen schicke dir ein anvertraut zurück. Doch steht dir frei, wenn's den Brief gelesen hast, ob du's als das Deine anerkennen willst. Sonst nimm es mit Freuden wieder an mich. Ich mein, ich brauch mich nicht schämen, wie ich dir's zuschicke. Die Dirn, was heute zum zweiten Mal bei dir vorspricht, ist im Deckerl in mein Haus gebracht worden, weil's der Weib nicht hat auf dem Hof vor Augen haben wollt. Aber es war ihr Meinung, wenn ein rechtschaffen Geschöpf aus ihr worden wäre, sollte dir's zuschicken. Lang habe ich mir das erspart, aber ohne Schaden für sie könnte es jetzt niemand bei mir erhalten. Die Dirn heißt nach ihren Rufnamen Horlacherlis, weil's von klein auf bei mir war, hat bis heute für Vater und Mutter losgehalten und weil selber nichts anders. Nach dem Kirchbuch heißt's Elisabeth Riesler und ist, wie die Magdalene ausgesagt hat, dein Kind. Es grüßt dich und lass dir deinen freien Willen, die alte Horlacherin. Wie um Gottes Willen. Ist es wahr? Steht so da? Was hast du? Was schreibt denn die Mom? Ich weiß nicht recht. Ich muss nur einmal lesen. Komm her, dort Dindl. Komm her. Mit schweren Herzen schicke ich dir anvertraut zurück, doch steht dir frei, wenn du den Brief gelesen hast, ob du es als das Deine anerkennen willst. Vergötze Gott, Mirzel! In sein Himmel um, vergötze Gott! Und auch der alten Horlacherin und allen guten Frauen, wie sie an uns tun. Ja, ich kenne mich noch nicht aus. Die Dirn heißt nach ihren Rufnamen Horlacherlis. Und weil es von klein auf bei mir war, hat es bis heute für Vater und Mutter losgehalten. Und war selber nichts anderes. Nach dem Kirchbuch heißt es Elisabeth Riesler. Und ist, wie die Magdalene ausgesagt hat,
dein Kind. Jesus. Ist ein falsches Ding gewesen, die Mann. Aber du, du hast mir das Leben gegeben. Vergötzter Gott, es gefällt mir recht gut auf der Welt. Es reicht mir ja nimmer. Es reicht mir ja nimmer. Das Kind ist im Vaterhaus. Das Kind ist im Vaterhaus, um Gottes Willen. Schau, Bruder, es kann wieder lustig werden. Es darf wieder lustig werden da im Haus. Und sie dann auf der Nacht auch herinnen. Ja, wer ist es denn? Da warst du. Warst ja eben Vater. Schau nur, wie der Bus tut. Ja, schau, wie da dein Schatz treu ist. Na, alles dann wieder angeschmiert. Aber Wastl. Es ist ja mein Kind. Jesus, nein. Jetzt hat der Bauer ein Kind gekriegt. Bauerstochter und ich will wieder der Gefobte. Du bist ein Trottelwastl. Aber du kannst ja nicht wissen, dass ich mir schon längst so einen wie die als Schwiegersohn wünsch. Aber Bauer, Jesus Maria, das war ja zu viel. Aber ich nimm's schon. Und ich weiß jetzt meine Ausnehmerei und wir fahren morgen in die Kreisstadt. Wir fahren in die Kreisstadt. Nicht. Wir fahren in die Kreisstadt. Du hast mir die längste Zeit was eingeredet und was vorgelungen, dass ich gemeint habe, ich war der Schwärzeste. Aber der liebe Herrgott, der kennt einen gefärbten Schimmel und hat mich wieder fein sauber gestriegelt und hat mir die in mein Haus geschickt. Zur Buß, zur Reue. Und zur Freude. Aber du trauriger Wurmdoktor, du bleibst noch fern von meinem Haus. Deine Kinder magst du schicken, dass wir was Gutes tun. Sie kennen ja nichts für einen Vater. Ich habe eine Lehre für die Busterer. Beispielmäßig ist eine wahre Christenlehre. Der Herrgott hat sein Leben zum Freudigsein gegeben. Und was ist oft schlecht, er macht's da noch recht. Drum sorg für das Deine, mach niemanden irr. Und misch dich nicht ein, du kriegst nichts dafür. Und misch dich nicht ein, du kriegst nichts dafür.